man sagt immer, der hat Leichen im Keller, also der hat irgendwas Schlimmes getan und hat Dinge zu verbergen, also die nicht unbedingt ans Tageslicht geraten sollen. Deswegen liegt es auf der Hand, dass man eine Leiche in den Keller trägt. Der Keller ist auf alle Fälle das beste Versteck. Ich würde mich erstmal umschauen und alles genau auskundschaften, wo die dunkelsten Räume sind und wo am wenigsten Menschen hinkommen. Und dann je nachdem ein gutes Verlies finden, wo die Leiche möglichst nicht so schnell gefunden wird. Ich glaube, das Ganze ist natürlich passiert aus einer Situation heraus, weil sie Angst hatte, dass der Mord an ihrem Schwiegervater aufgedeckt wird. Und deshalb musste ihr Ehemann auch umgebracht werden. Das war einfach eine logische Schlussfolgerung. Und sie ist ein sehr religiöser Mensch und ich glaube, sie hat da Riesenprobleme mit. Und im Affekt ist das natürlich alles viel einfacher, aber hinterher fragt man sich schon, musste das sein? Aber es ist ja geschehen und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube, wenn sie könnte, würde sie schon das wieder rückgängig machen. Zumindest den Mord an ihrem Ehemann. In dem Moment, wo der Mord passiert ist, von dem Moment an hat sie Angst vor den Konsequenzen. Und sie weiß ganz genau, dass ihr Leben komplett sich verändern wird. Also sie hofft natürlich immer noch, dass es auf der einen Seite, dass es nicht aufgedeckt wird, aber auf der anderen Seite ist sie auch so davon bedrückt und kann eigentlich mit dieser Wahrheit nicht leben und hofft eigentlich dann, dass es aufgedeckt wird. Sie ist auch sehr schnell, das zuzugeben, wenn die Polizei erscheint. Es ist fast eine Erlösung für sie, auch wenn es für sie bedeutet, dass sie ins Straflager kommt oder was weiß ich, verurteilt wird, zu was auch immer. Trotzdem, ich glaube, sie kann mit der Schuld nicht weiterleben. Sie wird von starken Albträumen heimgesucht und hat Erscheinungen und ich meine, wie kann eine menschliche Psyche mit einem Mord umgehen? Wahrscheinlich erlebt sie das jede Nacht, dass das erscheint. Das ist einfach ein schlechtes Gewissen, das sie heimsucht. Man kann verstehen, dass man in so einer Situation plötzlich Dinge tut, die man normalerweise nicht tun würde. Also sie ist sicher nicht der Typ, der prämeditiert einen Mord inszenieren würde, aber im Affekt kann sowas passieren. Ich hatte auch noch nie eine Gelegenheit, mit einem Mörder zu reden. Das wäre vielleicht mal interessant gewesen, zu fragen, wie so ein Mörder sich fühlt am Ende von so einer Tat und wie man damit überhaupt weiterleben kann. Sie ist ein hochreligiöser Mensch und das passt einfach nicht zu ihrem menschlichen Dasein, dass sie einfach so damit leben könnte, diesen Leichen im Keller. Nein, ich habe keine Leichen im Keller. Ich habe keinen Keller, nein.